Inhalte, die im elektronischen Laborjournal Chemotion ELN erstellt wurden, wie zum Beispiel chemische Verbindungen oder Reaktionen, können anderen Personen zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall kann zwischen den Optionen Teilen und Synchronisieren ausgewählt werden. An dieser Stelle sollte Folgendes beachtet werden. Die Personen, mit denen die Einträge geteilt oder synchronisiert werden sollen, müssen Zugang zur jeweiligen Chemotion-Version haben. Zum Teilen von markierten Elementen wird das blaue Symbol im obersten Reiter gewählt. Es öffnet sich ein neues Fenster mit vielen Optionen zur Einstellung des Grades der Berechtigung zu verschiedenen Einzelheiten und den Detailleveln von Reaktionen, Chemikalien und so weiter. Zum Schluss werden die Personen oder die Gruppen, mit denen geteilt werden soll, eingetragen. Die Suche der entsprechenden Personen kann sowohl durch Eingabe des Namens oder des Kürzels der Person in Chemotion erfolgen. Dabei wird eine separate, geteilte Collection erstellt, die im Reiter auf der linken Seite einsehbar ist. Im gleichen Reiter können direkt darunter die Collections aufgerufen werden, die von anderen Forschenden mit der eigenen Person geteilt wurden. Wichtig ist, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen Teilen, also Sharing, und Synchronisieren, das heißt Synchronization, gibt. Unter geteilten Inhalten werden einzelne Elemente als eine Art Momentaufnahme weitergegeben. Zwar werden Änderungen an den geteilten Elementen auch angezeigt, aber im Nachhinein hinzugefügte Elemente werden nicht berücksichtigt. Wird eine Collection somit nach dem Teilen durch weitere Elemente ergänzt, so werden diese zusätzlichen Inhalte nicht in der geteilten Collection angezeigt. Unter Synchronisation versteht man das Teilen einer ganzen Collection, die nachträgliche Veränderungen synchronisiert und weitergibt. Im Falle einer Synchronisation werden sowohl Veränderungen von bisher existierenden Inhalten als auch neu hinzugefügte Inhalte weitergegeben. Zum Synchronisieren wird das Einstellungsmenü für die Collections über das rote Zahnradsymbol geöffnet und neben den gewählten Collections das blaue Teilensymbol gewählt. Es öffnet sich ein neues Fenster zu den Synchronisationseinstellungen, ähnlich zum Teilungsmenü. Hier können die Personen bzw. Gruppen festgelegt werden, mit denen die Collection geteilt wird. Zudem können die Zugriffsrechte eingestellt werden, mit denen diese Personen auf die Inhalte der Collection zugreifen können. Für jede einzelne Kategorie, das heißt Chemikalien, Reaktion, Wellplates und Screens, können einzeln auch die Elemente spezifisch festgelegt werden, die bei der Synchronisation zur Verfügung gestellt werden. Welche Bedeutung die einzelnen Optionen bei den Zugriffsrechten bzw. Permission Level jeweils haben, wird in einem separaten Video erläutert.